Heute werde ich thailändischen Pad Kana zubereiten mit Garnelen und Austernsoße. Den Pad Kana nennt man auch chinesischen Grünkohl. Als erstes ein paar nützliche Hinweise zum thailändischen Pad Kana bzw. chinesischen Grünkohl. Der thailändische Pad Kana bzw. der chinesische Grünkohl ist reich an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen. Zu seinen Inhaltsstoffen gehören zum Beispiel Eisen, Kupfer, Kalium, Calcium, Magnesium, Mangan, Natrium, Phosphor, Selen, Strontium, Zink, Vitamine A, B, C, E und K1, Folsäure, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und Zucker. Also zusammenzufassen, der Pad Kana bzw. der chinesische Grünkohl ist mehr als gesund. Dann alle Zutaten hier im Überblick. So, als erstes brauche ich 500 Gramm Pad Kana bzw. chinesischen Grünkohl. Die Blätter und das alles habe ich abgewaschen. Dann 14 große Garnelen, die habe ich auch abgewaschen und sauber gemacht, den Damm entfernt. 5 bis 6 Knoblauchzehen, etwa 10 Chilis, 3 Esslöffel Austernsoße sowie 1 Esslöffel süße Sojasauce. Dann 1 Teelöffel Zucker und einen großen Esslöffel gerösteten Knoblauch. In den Wok gebe ich dann etwas Speiseöl und tue das erhitzen und gebe dann in den Wok die zermörserten Chili und den Knoblauch dazu. Ich tue das etwas anbraten und gebe dann die 14 Garnelen dazu. Rühre das kurz um und tue dann den Pad Kana in den Wok hinein. So, gebe dann die Austernsoße dazu, die Sojasauce und den Zucker und tue das alles schön umrühren. Gib etwas Wasser dazu, so um die 100, 150 Milliliter, nicht zu viel. Und das Ganze lasse ich dann ungefähr 5 Minuten kochen. So, das Essen ist fertig. Der Pad Kana ist ganz klein geworden. So, ich tue das nun am Teller schön anrichten. Erst den Pad Kana und dann die Garnelen tue ich oben drauf. Und zum Schluss gieße ich den Fond drüber, über den Pad Kana und über die Garnelen. Dann tue ich den gerösteten Knoblauch über das Gericht, so wie hier zu sehen ist. Und fertig ist das Essen. Also, das Essen schmeckt wirklich ausgezeichnet, ist schön scharf. Kann ich nur jedem empfehlen, mal nachzukochen. Der Pad Kana bzw. der chinesische Grünkohl ist gesund. Viel Spaß beim Nachkochen und viel Freude dabei beim Essen.